Ja, hallo Freunde, Schweizer Taschenmesser. Heute habe ich das Vergnügen, hier eine schöne Limited Edition anschauen zu können. Nämlich hier die Karl Elsener 1860 bis 1918. Limited Edition 2018. Hier sehen wir noch die Nummer von Victorinox 1.1918.J18. Original verpackt. Cool. Zwei Verpackungen, einmal Kunststoff und dann haben wir hier diese schönen silbernen, was ist das, gestanzt oder gelasert wurde. Sehr cooles, sehr coole Verpackung. Ist ganz fein, muss man aufpassen. Und dann hier das Ganze nochmal in einer schönen Schmuckschachtel. Das haben wir hier noch hinten drauf. Ja, Schweizerische Eidgenossenschaft Victorinox. Made in Switzerland. Wunderbar. Magnetverschluss. Victorinox-Logo hier drauf. Und da sehen wir auch schon das schöne Stück. Plus hier im Deckel ist auch noch Papier. Ein kleines Begleitheft in mehreren Sprachen. Echtheitszertifikat. Alte Fotos. Und noch ein bisschen Erklärung und Beschreibung ist im Deckel. Und dann haben wir hier das schöne Stück nochmal hier in dieser Schatulle. Holen wir mal raus. Das Besondere daran ist, hier kommt noch eine 20-Franken-Münze mit, eine spezielle. Also das ist nicht nur eine Medaille, sondern wenn hier 20 Franken draufsteht, ist das eine Münze, ein offizielles Zahlungsmittel. 2018. Und wir haben hier schön drauf Swiss Army Knife und abgebildet das berühmte Huntsman. Dabei handelt es sich auch um das Modell Huntsman. Auf den Griffschalen haben wir hier schön Victorinox, established 1884 bei Karl Elsener, seine Unterschrift, das silberne Schild. Auf der Rückseite nochmal der Gründer, sein Geburts- und Todestag 9. Oktober 1816 und 26. Dezember 1918. Was man immer erkennt an den Limited Editions, die haben dann hier, wenn man den Korkenzieher rausklappt, die Gesamtstückzahl, in dem Fall 8000. Und hier die Seriennummer von diesem Modell, eine schöne Zahl, 6556, also 6556. Das Modell hat die Griffschale mit dem Loch für die Stecknadel und was nicht zum Lieferumfang gehört, ist dieser kleine Schraubendreher, aber davon habe ich einige, die schraube ich immer auf jedes Modell mit drauf. Ich finde, die machen dann nachher ein Victorinox S komplett. Aale, Bohrstechnähaale, schön eingeölt, wir haben Zahnstocher, oh, ist auch schön. Runter haben wir schön glatt poliertes helles Stahlblech wahrscheinlich oder Alu. Stahlbleche, Pinzette. Ja, und dann hier das übliche Programm. Dosenöffner mit kleinem Schraubendreher, Abisolierer, Kapselheber, Schrägstrich, Flaschenöffner und großer Schraubendreher. Die sehr gute Victorinox-Schere. Sehr, sehr praktisches Hilfsmittel für den Alltag. Dann, da es das Huntsman ja ist, haben wir die gute Victorinox-Säge. Die sägen also wirklich hervorragend. Wir haben eine kleine Klinge und die große Arbeitsklinge, die auch in diesem Fall irgendwie nicht gelasert wurde, wie man es sonst oft bei irgendwelchen Limited Editions hat. Hier hat man eben alles auf die Griffschalen gedruckt. Ja. Sehr schönes Huntsman. In einer besonderen Ausführung, waren auch ziemlich schnell ausverkauft, die Modelle. Schönes Modell. Ein Huntsman in einer Limited Edition mit. Was natürlich hier besonders schön dabei ist, ist die Münze. Okay, dann sage ich an der Stelle schon mal danke fürs Reinsehen, bewerten, kommentieren. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Hibidi. Macht's gut. Bye, bye.